Hallo Zuri. Hallo Kat, wie geht es dir? Mir geht's gut und selbst? Gut, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich bin pünktlich zum Herbststart verschnupft. Wenn ich also zwischendurch meine No. Nase hochziehe, seht es mir nach. Ich gebe mein Bestes, dass es nicht so sein wird, aber ja, es ist wirklich. Ich habe auch. Es gibt ja eigentlich immer so ein paar Wochen zwischen Sommer und Herbst, wo man dann eine lange Hose, aber noch Sandalen anzieht. Oder einfach Ja. ein Top, ein längeres Top und eine Jacke. Nö, hier kam Ja. jetzt direkt Pulli, Jeans, Sneaker. Ich bin teilweise jetzt, ich hatte schon einen Schal dabei und sogar an, weil es so kalt und Krass, windig war. okay. Schade hatte ich noch nicht. Also Aber weil es letzte einfach so Woche. windig war. Es waren dann irgendwie Ja. 6 Grad und Wind. Das ist nicht so schön. Nein. Letzte Woche und ich glaube genau letzte Woche, der Beginn letzter Woche und das Ende von der vorigen Woche wurde es plötzlich von so einem Tag zum anderen einfach unmenschlich kalt. Also ein bisschen übertrieben. Aber auch so halt so, einen Tag hatten wir auch nur so 8 Grad oder so. Oder hattest, nein, du hattest mir geschrieben sogar, dass ihr 5 Grad hattet. Ja. Und dann hatte ich geguckt, war ich so, nee, hier ist wärmer, gucke auch 5 Grad am Morgen. Oh ja, Und dann wurde es stimmt. aber so, ach, so 8 Grad, 9 Grad an dem Tag. Aber jetzt ist Ja. wieder, dann wurde es besser, aber seitdem regnet es jeden Tag. Gestern war Ja. ein super schöner Tag aber und sonnig und es ist halt immer so um die 15 Grad, Ja, hier aber jetzt 15 auch. Grad sind, weißt du, aber 15 Grad sind so, wie du meintest, so, bei 15 Grad kann halt Sandalen und lang, also lange Hose sein, wenn die Sonne scheint, Ja. aber wenn es halt windet und bewölkt ist, kann es halt sich bisschen kälter anfühlen. Und wenn es dann Ja. aber noch regnet, dann ist es eigentlich tiefster Winter. Richtig. Dann Und ist es oh, halt wirklich, it's very genau, das ist es confusing. gerade so. Es ist halt überhaupt nicht hell. Ich habe hier wirklich bis mittags Licht an, weil es einfach nicht hell wird in meiner Bude. Und sitze Ja. hier und weigere mich aber im Oktober die Heizung anzumachen und bin so, okay, aber die Heizdecke könnte ich jetzt eigentlich schon mal rausholen, weil es wirklich jetzt einfach kalt ist. Und dann, wenn Ja, man letzte Woche und die paar rausgeht, Tage. Oh. oh, ja, Aber so jetzt ist wieder auch normal, normale Temperatur im Haus. Aber so letzte Woche gab es so ein, zwei Tage, wo ich echt dachte so, boah, ist noch nicht mehr November und wir müssen heizen. Ja, Aber gar we keinen will Bock. see. Ja, ich merke es auch richtig, die Katzis kuscheln sich richtig doll ein. Oh ja, und Ja. sie essen weniger. Ja, sie essen weniger und die machen dann wirklich so, die Köpfe werden dann nochmal so in zwischen die So Pfoten eingesteckt. gesteckt. Ja. Ja. Kleine Donuts. Ja, und dann bin ich so, alles klar, der Herbst ist da. Ja. Aber hattest du ein Highlight? Ja, ich war auf einer bekannten Freundin 30. Geburtstagsfeier am Samstag. Und es war ganz schön. Sie hat erst so ein Dinner veranstaltet. Also da war ich eine Plus One. Sie ist die beste Freundin von meiner Mitbewohnerin. Und ich bin ja auch gut, sehr gut mit meiner Mitbewohnerin befreundet. Daher kannten wir uns auch. Aber dadurch durfte ich auch zum Dinner kommen, was ein bisschen erst da war. Und sie hat es super schön dekoriert. Und dann haben wir die ganze Zeit gegessen. Und dann später wurde es halt eine richtige Party, wo auch noch so mehr Freunde gekommen sind oder Bekannte. Und das war richtig cool, weil ich war schon ewig nicht mehr auf einer so richtigen Homeparty. Ja. Also wirklich richtig lange nicht Ja, mehr. ja, Und das war einfach richtig schön. Und vor allem, sie wohnt halt nur 10 Minuten von uns entfernt. Das war dann ach, auch richtig entspannt. nice, nice. Weißt Vor du, allem dann, der es war halt so. Heimweg. Oh, chillig. Genau, weil es war halt ja dann doch wieder, also später so, aber da musste man nicht noch 30 Euro irgendwie für ein Uber bezahlen, um halt von einer Ja. Ecke zu London zu anderen irgendwie um 3 Uhr morgens zu kommen. So einfach so, okay, ich laufe jetzt nach Ja. Hause. Ist So, so. Und yay, dann weiß man auch, Hause. das ist halt voll machbar. So auch 20 Minuten laufen ist dann irgendwann, wenn man betrunken und müde ist und dann ist die erst recht kalt, dann sind 20 Minuten echt lang, aber 10 Minuten gehen halt voll klar. Ja, weil sie halt, genau, weil sie halt, also vielleicht ist es sogar noch schneller als 10 Minuten, sagen, aber so Ja. um die 10 Minuten, Ja. gerade wenn man langsam geht. Aber wir haben, also fürs Dinner, weil wir halt, ich habe ja auch das Auto und sie wohnt halt so nah.
haben wir halt Stühle von uns rübergebracht vorher. Ach, cool. Und ich war so erst so, oh, müssen wir es jetzt machen? Das war irgendwie Freitagabend, weil Gabs hatte ihr da schon, meine Mitbewohnerin, ihr geholfen, alles zu dekorieren und so Ballons aufzublasen und so. Und dann war ich so, dann war, weil ich hatte so Kopfschmerzen am Freitagabend und dann dachte ich so, okay, nee, aber morgen müssen wir es ja sonst machen und morgen habe ich Cheerleading und möchte dann das Arsenal-Spiel gucken und da muss ich mich auch fertig machen und dann wirklich zu ihr. Okay, lass uns heute die Stühle bringen. Und das war auch voll die gute Entscheidung, weil ungelogen, es ist nicht mal also mit dem Auto so 2 Minuten Fahrt, nicht mal ein Song. Chillig. Also, und da war ich so, okay, ja, wow, wir sind schon hier, es ist wirklich so nah. Und dann, das war richtig, aber ein richtig schöner Abend und Ja, aber ich liebe es, ja. dass die Zeit in einem Song gemessen wurde. Das mache ich auch ganz oft, wenn ich irgendwo langlaufe und dann, ach krass, das hat nur 2 Lieder gedauert. Oder, Ja, oh, ich eben. höre ja noch das Lied und ich muss schon wieder aussteigen. Krass, das ging schnell. Wenn ich Ja. laufe, ist es immer so ewig, 3 Minuten ewig. Aber wenn ich Musik höre, ach, nur ein Lied, cool. Ja, es ist immer, wenn ich zum Off-License gehe, der bei mir um die Ecke ist, bei der Straße, sorry, Ja, ich weiß du wo. weißt es, kennst es ja. Und da bin ich auch immer so, ich queue immer 2 Lieder, wenn ich weiß, dass ich nur eine kleine Sache möchte. Und wenn ich denke so, oh, vielleicht noch ein paar Snacks und ich browse ein bisschen, queue ich halt 3 Lieder, weil dann habe ich ein Lied oder ein Dreiviertel-Lied zum Hinlaufen, ein Lied zum Browsen und ein Lied zum Zurücklaufen. Nice. Das ist chillig. Ja. Und dann ist ja, dann bist du in 3 Liedern zu Hause. Das klingt viel besser als in einer Viertelstunde oder Ja, keine Ahnung, 10 Minuten. solange dauert es ja nicht mal. Ja, Ja, eben, ich war auch genau. gerade so 3, 5 Minuten Lieder, hä? Aber ja. Aber genau, es ist halt, ja, Nice. macht's entspannter irgendwie. Ja, eben, es vergeht schneller. Da merkt man wieder, Zeit ist Ja. ein Konstrukt. Warte, ich muss mir Ja. kurz die Nase putzen. Leute. Schon wieder. Ja. Und die Zeit geht auch schon wieder los, weil ich so viel die Nase putze, dass mein die Nase so rau wird und dass ich die ganze Zeit mit so Fettcreme eincremen muss. Oh no. Ich habe mir jetzt die Woche nochmal die Haare gefärbt. Hatte ich das überhaupt schon erzählt, dass ich die rot gefärbt habe? Oder habe ich das Ja, nur dir hast. erzählt? Nee, hast du. Ah. Meine Mama hat mir nämlich daraufhin geschrieben. Ach. Sehr schön. Grüße an der Stelle an Mama Schubert. Ja. Grüße, Mamsi, falls du das hörst. Vielleicht hat sie auch schon wieder aufgehört. Sie hört es eigentlich beim Bügeln, glaube ich. Ah, okay. Ja, mein Papa hört es auch immer nur so sporadisch. Frechheit. Also eigentlich hört sie schon, aber wenn sie halt weg ist oder so, dann bügelt sie ja nicht und dann Ja, klar. hat sie ein paar Folgen Klar. so, wo sie Der wird hören sich es muss, erst glaube in ein ich. paar Wochen hören. Ja. Oh, genau, und ich hatte mir die ja in so einem Rotton gefärbt und jetzt habe ich nochmal einen helleren Rotton genommen. Und jetzt leuchten die richtig. I love it. Ich kann dir nochmal ein Foto schicken. Aber Ja, jetzt, bitte. ja, jetzt ist so richtig. Pam. Und jetzt werde ich, glaube ich, einfach immer den helleren Rotton nehmen. Ich dachte erst, der bringt nichts, weil ich ja keine gebleichten oder hellen natürlichen Haare habe. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt, sogar dann in dem Ansatz auf den dunklen Haaren und nicht nur auf dem anderen gefärbten. Ja. Nice. Jetzt bin ich erstmal ein Rotschopf. Und das ist aber nicht mein Highlight der Woche. Mein Highlight hat gestern stattgefunden. Und zwar war ich bei Freunden Kürbisschnitzen. Die waren sogar noch Ja, irgendwie auf da habe ich einem Hof. gesehen. Ja, die waren hier auf einem Hof in der Umgebung. Da konnten ein paar von uns nicht mitfahren, weil wir nicht alle ins Auto gepasst haben. Und dann haben wir uns hinterher dann bei einem Kumpel getroffen. Und genau, wir haben dann sogar noch aus den Innereien dann eine Kürbissuppe gemacht. Und dann gab es noch Glühwein und Tee. Und dann haben wir Harry Potter nebenher geguckt, weil wir demnächst auch an einem Harry Potter Barquiz teilnehmen werden. Und dann waren wir so, wir gucken die Filme jetzt gerade auf Deutsch, um nochmal die deutschen Begriffe alle parat zu haben. Und die anderen haben teilweise schon die ersten beiden Filme geguckt und sich dabei Notizen gemacht. Also die nehmen es richtig ernst.
Ja, professionell. Und jetzt haben wir es halt aber einfach so nebenher laufen lassen und zwischen nur so, ah, er heißt so und so, das müssen wir uns merken. Oh, sie hat da 6 Stifte liegen, das müssen wir uns merken. Das merkt sich natürlich niemand, aber gut. Ja, und es hat richtig Spaß gemacht. Es sind komplett unterschiedliche Kürbisse geworden. Man konnte die auch schon in meinen Stories bewundern. Und ich habe einen Katzenkürbis gemacht, inspiriert von Ja, ist so Pinterest. süß. Sogar mit Ja, ich sehe so. das jetzt auch Ja. seit heute, seitdem du mir deinen Katzenkürbis geschickt hattest, sehe ich die überall auf Instagram, sorry. Genau, und ich habe noch so, aber so einen Mund von Nightmare on Elm Street gemacht, also so als wäre der mal zugenäht gewesen. Genau, und aus den Dreiecken von den Augen habe ich noch so Katzenöhrchen gemacht und die noch oben drauf gesteckt. Und jetzt werde ich mir die Tage noch so ein elektrisches Teelicht oder eine elektrische Kerze holen, damit ich das dann bei mir in den Hausflur stellen kann, weil ich will da kein echtes Teelicht unbeabsichtigt brennen lassen. Nee, klar. Weil von einem von den Kürbissen gestern, der ist dann auch, da hatten wir eine etwas höhere Kerze reingestellt, weil wir sonst keine mehr hatten. Und da ist der Deckel direkt angeschmort. Also Ja. Ja. der Kopf, obere Teil von Ja. dem Kürbis. Genau, und dann waren wir so, okay, also nur beaufsichtigt machen. Genau. Hattet ihr so richtiges Schnitzwerkzeug oder so ein Einfach Messer nur genommen? Messer. Messer. Okay, und Messer. das ging auch gut. Ja, es hat tatsächlich geklappt. Es ging Ja, ganz weil ich gut. glaube, sorry, das ist ja dann noch näher an Halloween, da kann man ja wenigstens einen Kürbis machen und den vielleicht draußen hinstellen oder so. Und das werde ich dann nächstes Wochenende am Freitag oder Ach, so sehr machen. schön. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Und es gibt ja so viele Vorlagen und Ideen. Einer hat auch Ja. von irgend so einem Comic was gemacht. Das ist richtig krass. Der hat da noch so richtig ganz viele Zähne reingeschnitzt. Also quasi nur so die Haut weggeschnitzt, dass es so nur das Ja. weiße Fleisch darunter war. Also richtig crazy. Da kann man ganz viel machen. Und eine andere Ja. Freundin hat mit so Sternenausstech, also so einer Plätzchen, wie heißt das, Ausstechform, Ja. hat sie da Sterne in den Kürbis reingehämmert oder reingestochen. Also sie hat es tatsächlich mit einem Hammer gemacht und danach dann quasi erst ausgehöhlt. Und das sieht auch richtig schön aus. Ja, den mochte ich auch Ja, sehr ich wollte gerade gerne. sagen, das war noch Ich glaube, Kats anderer Favorit. ja, ich glaube, ich mache aber auch eine Katze, sorry. Also auch, Ja. weil ich keine Sternausdings habe. Und ich Ja. glaube, wenn ich anfange, irgendwie rumzuhämmern, dann tue ich mir nur selber weh. Oder was auch richtig cool aussah, das hatte einer von denen für so einen ganz kleinen Kürbis gemacht, weil ich meinte, so eben so kleine Sterne reinschnitzen wäre ja richtig cool, dass die so ein, wie von so einem Teelicht halt diese Sterne, also ich kann es nicht beschreiben, aber die gibt es auch zu kaufen, was du dann so um ein Teelicht rumstellen kannst und das ist dann so quasi Sterne an die Wand leuchten. Projiziert. Oh ja. Genau, und dann hat er aber einfach, weil es halt mit Sternen, also an dem kleinen Kürbis nicht so ging, mit der Bohrmaschine einfach dann so Löcher reingebohrt. Ah Und das sieht ja. tatsächlich, und das sieht richtig cool aus. Also es leuchtet richtig schön. So was könnte man auch Nice. Das machen, könnte man auch falls du eine machen. Ja. Bohrmaschine hast. Ja, ich habe eine Bohrmaschine. Aber okay, das ist dann sehr laut, weil ich es Freitagabend irgendwie mache. Ja gut, aber das dauert ja jetzt auch Finde nicht eine ich ja voll. Stunde. Nee, das stimmt. Also wir haben So mal das ja auch einteilen, das war. gestern, also an einem Sonntag gemacht und dann hat er da halt auch Ja. kurz 5 Minuten gebohrt. Ja, fair. Das könnte Und man das ist schon ja machen. nicht, also. Ja. Aber vielleicht muss ich das ja nicht für meine Katze. Nee, nur als Inspiration, falls du noch Ja. was machen willst oder noch einen zweiten Kürbis hast oder so. Ja, ich muss also erstmal müsste ich noch Kürbis kaufen, aber die gibt es ja in jedem Supermarkt überall. Ist so, das ist so Und dann krass. auch die verschiedenen Größen, die man sich so aussuchen kann zum Schnitzen. Ich nehme mich dann vielleicht einen kleinen und einen Medium oder großen, je Ja. nachdem, wie groß die sind. Nice. Und wie gesagt, aus den Innereien dann einfach eine Suppe. Ja, das stimmt. Das kann man gut machen. Yes. Wir haben auch ein Thema für die Oh Folge. ja. Passend dazu. Genau. Halloween!
Wir haben auch beide ein bisschen recherchiert, wo es herkommt, beziehungsweise, also ich habe sogar was gefunden, wie Halloween aus den USA nach Deutschland gekommen ist. Richtig interessant. Als Trick-or-Treat-Consumerism-Idea. Obviously, aber also halt auch noch mit welchen, da gibt es dann eben noch bestimmte, tatsächlich bestimmte Hintergründe dazu, warum das dann gekommen ist. Ja, nice. Soll ich mal vorlesen? Ja, lies mal vor. Ich bin den Link gespannt. Findet ihr dann natürlich auch in den Shownotes. Doch wie genau kam es, dass dieser amerikanische Brauch in Deutschland so populär werden konnte? Die Fachgruppe Karneval im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie, kurz DVSI, erhebt für sich den Anspruch, Halloween im Alleingang nach Deutschland gebracht zu haben. Die Fachgruppe entstand, nachdem 1991 wegen des Golfkriegs der Karneval abgesagt wurde, was den Kostümherstellern brutale Einbußen bescherte. Um neue Anlässe zu schaffen, startete die Gruppe 1994 eine Kampagne zur Einführung des amerikanischen Brauchs. In einer Presseerklärung von 2009 heißt es dazu, angespannt durch die Öffentlichkeitsarbeit der Fachgruppe Karneval im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie wurde Anfang der 1990er Jahre der Grundstein für eine neue Tradition in Deutschland gelegt, Halloween. Die Kampagne war offenbar erfolgreich. Nach Angaben der Fachgruppe Karneval wurden 2009 mit Halloween-Artikeln knapp 30 Millionen Euro umgesetzt. Für die Süßwarenbranche ist das Gruselfest nach Auskunft des Bundesverbandes das drittwichtigste Ereignis des Jahres nach Weihnachten und Ostern. Und auch die Eventgastronomie ist auf den Zug aufgesprungen und sorgt mit Halloween-Partys für volle Häuser. Ja, und dann geht es noch ein bisschen weiter, eben um die Fachgruppe und hier, Halloween fülle ein kulturelles Vakuum, das in den 90er Jahren entstanden sei. Christliche Feiertage verlören schon seit längerem an Bedeutung, die Globalisierung trage zu einem Schwinden von regionalen Traditionen bei. In diese Lücke drängen sich Valentinstag, Muttertag, große Sportereignisse und eben Halloween. Ich liebe große Sportereignisse und Halloween. Halloween. Ja, spannend. Genau, und das war eigentlich zwischen Sommerferien und Karneval gab es vorher keinen Anlass für ein Fest. Ja, Thanksgiving oder sowas. Also hier gibt es zwar Erntedankfest. Erntedank. Aber das ist aber ja das nicht ist so. Auch wieder super religiös. Ja, es also ist sehr religiös. Und also ich hatte zwar Erntedankfest in der Schule, aber das war jetzt kein. Wir hatten es in der Kirche. Ah. Ja, ich hatte es in der Grundschule tatsächlich. Oder so, ja, in der Grundschule, aber dann auch immer mit so Kirchenbezug. Ach so, ja, ich glaub, das weiß ich nicht mehr. Aber es ist ja auf jeden Fall, also wir haben es dann nicht zu Hause gefeiert. Wir hatten jetzt keinen Turkey ja. und Familien-Thanksgiving oder irgendwas. So. Nee. Nee, es ist eigentlich, ja, so der Herbst kommt, so ein Mischfest irgendwie. Ja. So, aber auch nicht sowas, so, also kein cooler Feiertag, wo man irgendwas bekommt, slash Spaß hat. Ja, ist so. Eigentlich relativ sinnlos, also so wie ich es in Erinnerung habe, dass irgendwie nichts Spannendes passiert. Ja, dass irgendwie nichts Spannendes passiert. Also wir hatten immer so ein kleines Fest in der Grundschule und dann, ich weiß es noch, wir haben dann, glaube ich, sogar Kürbisse mit in die Schule gebracht. Ich weiß nicht, ob wir die auch geschnitzt haben. Und dann, wir hatten dann alle so, wie so Blumenkränze auf dem Kopf, aber halt aus herbstlichen Motiven, dann mit so Ahornblättern. Krass. Und sowas. So aber ob wir dann noch irgendeine Feier oder sowas hatten, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wir haben immer, wir haben es auf jeden Fall auch gefeiert in Gänsefüßchen, Anführungsstrichen. Und ich glaube, wir haben entweder gemalt oder irgendwie so herbstlichen Sachen gebastelt. Und ich glaube, entweder ist die Schule dann auch zur Kirche gegangen, hat irgendwas vom Pastor erzählt bekommen oder der ist zur Schule gekommen oder so. Mhm. Aber keine Ahnung was, wieso. Ja. So. Also irgendwie war das nicht so, so cool. Aber ich weiß, dass man immer da irgendwas gebastelt hat. Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ja, wir haben diese Grenze bestimmt auch selber gemacht. Ja. Aber das ist voll cool, so
Kränze basteln Ja, für die eben. Haare. Aber du musst Das Kinder hätte ich ja auch auch mit gern irgendwas gemacht. locken. So sonst Erntedankfest, so, ja, die Bauern fahren ihre Ernte ein. Ja, cool. Wir leben in der Stadt. Niemand von uns ist Bauer. Ich bin 6 Jahre Ja. alt. Ist mir doch egal. Hauptsache, meine Eltern kaufen ein und ich habe was zu essen. So. Die Äpfel kommen aus Neuseeland angekarrt. Ja. So, ist egal, ob die Äpfelernte scheiße ausgefallen ist im alten Land oder so. Ist Die so. kriegen wir trotzdem. Wobei ich Die inzwischen Erd. auch wirklich darauf achte, dass ich zum Beispiel bei Rewe regional, Ja, also die auf haben jeden extra Fall. das dann da dran stehen, damit es eben nicht ist. Ja, auf jeden Und Fall. das war zum Beispiel meiner Aber es Oma auch war. immer total wichtig, deswegen achte ich da, glaube ich, auch noch mal drauf. Aber ja. Ja, obwohl es auch komisch ist. Also generell mit oder so Erdbeeren aus irgendwie Gewächshäusern in den Niederlanden oder so. Ja, das ist auch schon. Weißt du, Das ist also natürlich auch schon da weird. kann. Ja, da, aber da kannst du halt auch Erdbeeren jedes Jahr essen. Du bist ja auch nicht von irgendwelchen Sachen wie schlechtes Wetter oder Kälte oder Frost oder so ausgesetzt dann. Stimmt, aber ich versuche So. zum Beispiel, aber ich bin Na, jetzt ich auch schon will, eher die schmecken ja so, auch nicht gut. das stimmt, Aber aber ich so. versuche schon oder so, dass ich zumindest europäisch bleibe, dass ich dann eher Himbeeren hole, die in Portugal gepflückt wurden, aber jetzt Ja. nicht die in Afrika irgendwo gezüchtet wurden oder aus Asien irgendwo herkommen oder so. Das probiere ich dann. Ja. Also es geht auch nicht immer, aber ich probiere es. Oder ich hole es dann auch wirklich teilweise dann nicht. Ja, es kommt halt darauf an, was du haben möchtest. Ja, Also und eine wie Erdbeere dringend ich kannst du das halt schon. brauche. Dann für, also Ja, voll. Himbeeren, wenn ich die Himbeeren jetzt nicht esse, dann sterbe ich jetzt nicht. So. Nee. Ich kaufe immer Frozen Himbeeren Oh ja, für eh, meinen das ist eh viel Porridge, besser, meine weil die. Overnight Oats. Ja, Ja, die haben mehr Vitamine ich und so wollte auch gerade noch. sagen. Das, also, aber sonst so Avocado oder so, das kannst du jetzt ja nicht regional wirklich Nee. kaufen. Aber so British Potatoes oder British Mushrooms, die Ja. wachsen ja wie Sand am Meer. Aber so, ja, an sich ist so Erntedank Ja, eben, so ein was ist bisschen auch in die Erntedank? Jahre gekommen. Ja, eben, habe ich Ja. seit Jahren nicht mehr gehört. Dankfest. Nee, gibt's noch. Aber es ist voll Erntedankfest, interessant, Bedeutung. so dass Halloween aus den USA wieder zurückgekommen ist oder nach Deutschland, weil eigentlich kommt ja aus Irland, UK und auch Frankreich, aus keltischen Ja, Regionen. ich wollte gerade sagen, das ist von Und den da. Kelten. Ja. Ja, aber halt um auch, weil die Geister an All Hallows Eve eben Aber ist am es Leben nicht sind und auch dann aus hat den man. USA? Ist es doch eher vom Dies de las Muertes, oder? Ist es da nicht? Nee, Nee? nee, Ich dachte, von nee, die hätten das von denen abgeguckt. in den USA kommt es von irischen Immigranten, die später, also die ersten Zeit dann in den USA durften kein Halloween mehr feiern als Kelten oder so, weil es verboten wurde wegen Religion, wahrscheinlich auch die Puritaner und sowas. Aber dann sind immer mehr und mehr Iren gekommen, vor allem auch zur Potato Famine und ja, einfach im Laufe der Jahrhunderte. Und die haben das wieder dann auferlebt in Amerika. Und haben halt Partys gefeiert und sich verkleidet und auch Trick-or-Treating gemacht, was man halt damals auch gemacht hat in Irland. Und dann kam es, wurde es halt immer größer und dann kam es wieder zurück. Siehst du mal, das wusste ich nicht, weil in einer Lizzie McGuire-Folge, Ja. da wird nämlich Halloween gefeiert und dann geht es nämlich auch darum, dass Miranda die ganze Zeit versucht, Dies de las Muertes so damit reinzubringen und zu erzählen, wo das herkommt und mit den Püppchen und dass es daher kommt. Ja, es ist auch voll nah dran, ne? Hier ist Stella's Merch in Halloween. Ja, warte mal, ich versuche gerade mal. Dies. Ah, da kommt's schon. Ist der 2. November. Und Halloween, eigentlich nach irischem Kalender oder keltischem Kalender, ist auch am 1. November und nicht am 31. Ah, weißt du, warum das geändert wurde? Nee, ich glaube, die haben einfach einen anderen
Kalender Weil jetzt ist ja der verfolgt. 31. auch Reformationstag und Halloween. Ja, aber Reformationstag hat was ganz Ja, anderes. ich weiß, aber dann wäre es ja, das meine ich ja, dass es dann vielleicht Ja. logischer gewesen wäre, das auf mehrere Tage zu verteilen. Ja, Reformationstag ist aber ja was Deutsches. Ja, also das würde man zum Beispiel, gibt es hier gar nicht. Ja, warum auch? Und wenn halt Halloween aus Irland kommt und vielleicht der Tag sich einfach nur geändert hat. Also siehst du mal, in Deutschland, Österreich ist es der 31. Oktober, also Reformationstag. In der Schweiz ist es der erste Sonntag im November. Also gar kein festes Datum als Reformationssonntag. Ach doch, genau. Ein Papst hat das geändert. Hat den Tag Ja. zum 1. November erst hingetan, gemoved. Gemoved. Es war früher an einem anderen Tag. Halloween oder Reformationstag? Oder Dies de la Muertos? Jetzt bin ich verwirrt. Halloween. Halloween. Ja. Ah, okay, das heißt, es war Ah, jetzt. genau. Nein, jetzt weiß ich's. Was? Okay. Verwirrung. Ein Papst, ich hab's gefunden, sorry, ein Ja. Papst hat einen Tag erfunden, All Saints Day, der überhaupt nicht mit diesen keltischen Brauchen zu tun hatte. Und der war am 13. Mai erst. Und dann hat ein anderer Papst den Tag zum 1. November hingepackt, um eben halt Halloween, was eigentlich ein Pagan-Festival, da wurde ein Pagan, wie heißt es, Pagan? Pagan? Was Pegan? ist, was, wie heißt Was es da? ist denn Pegan? Pagan. Was ist Pagan auf Deutsch? Keine Ahnung. Heiden. Ah, Heiden, Heiden. ein Ein heidnisches. heidnisches, ja, ich war so irgendwas, ich weiß es. Ja. Ein heidnisches, ein heidnisches Fest, Sanheim, war dort nämlich und er wollte halt das replacen mit seinem päpstlichen katholischen Tag Ah, und okay. hat es dann halt auf den 1. November gelegt und dann haben sie einfach Halloween sozusagen ihr Pagan-Fest am 31. gefeiert als Tag vor dem Heiligen Tag. Interesting. Crazy, oder? Wie Religion sich immer noch mal irgendwie überall reinmogelt. Ja, also natürlich heidnische Religion. Ja, Es war ja schon aber immer irgendwas Religiöses, gut, aber. aber trotzdem, wenn der Papst es dann halt einfach ändert, um das dann Ja, christlich anzupassen. vor allem genau vom Mai auf dann, okay, nee, das muss jetzt im November sein. Das ist halt schon Ja. sehr auffällig. Ja. So, huch, was? Wie konnte das denn passieren? Ja. Crazy. Voll Upsi. interessant. Ja, Aber, die ja. Links findet ihr natürlich wie alle, hä? Wie immer, alle in den Shownotes. Ja, und wie feiern wir jetzt Halloween? Sorry. Das ist die große Frage. Wir gucken gerade, ob hier noch irgendeine Party ist, auf die man gehen könnte. Bis jetzt sieht es eher mau aus, beziehungsweise also halt auf so einen großen Club oder so, gar keinen Bock. Ja, ich Wir auch gucken nicht. mal bei uns in den. Wir haben ja jeweils mehrere Irish Pubs in der Nähe, ob da halt was passiert, weil das wäre halt lustig. Oh ja, bei euch in dem. Ja, Das ist auch voll nah zu uns, ja, sorry. entweder bei mir dem oder bei dem Boy ist auch einer in der Nähe. Ja. Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht was ist. Aber mal sehen. Ansonsten wird hier nichts gefeiert. Und ihr, macht ihr was? Wir überlegen noch. Also Halloween ist ja auf einem Dienstag, also an dem Tag geht es halt eh nicht, weil ich Cheerleading habe. Aber vielleicht gehen wir mit der WG aus, irgendwo unter der Woche aber auch, weil halt alle Wochenenden, jeder hat halt Sachen zu tun an den Wochenenden, die jetzt kommen. Ja. Also mal gucken. Aber sonst, ja, sonst bekommt Cheerleading an Ja. richtig Halloween. Ja, ich habe nämlich am. Wir hatten auch überlegt, mit den Cheergirls dann noch was trinken zu gehen. Vielleicht machen wir das auch, aber wie gesagt, auch auf Feiern oder so habe ich keine Lust.
Ja. Diese Woche allerdings ist halt Halloween Cheer Practice Woche, was ich nicht cool ist, weil ich habe kein Outfit, keinen Look. Und ich habe heute Cheerleading, morgen Cheerleading, am Samstag Cheerleading und am Sonntag Cheerleading. Das heißt, ich Oha. muss viermal mir irgendwas anziehen. Und ich habe null Outfit. Damit werde ich den restlichen Tag jetzt zu tun sein. Haben, Ja. sorry. Oha. Aber sonst, genau, sonst habe ich den ganzen Monat schon irgendwie welche Pumpkin-Kerzen angezündet und Schön. wir haben schon so The Conjuring geguckt und Midsommar, Oh halt so Gott. Gruselfilme, Oh weißt Gott. du. Nee, Und das kann ich ja. nicht. Und gestern Abend habe ich alleine, weil alle irgendwie auch zu tun hatten, beziehungsweise schlafen waren schon, habe ich die beiden Hokuspokus-Filme nochmal geguckt, die ich ja Süß. liebe und jedes Halloween gucke. Also seitdem es zwei gibt, gucke ich jetzt zwei Hokuspokus-Filme, davor nur einen. Und ja, das hat mich schon richtig in the mood gebracht an sich. Das glaube ich, das ist cute. Ja, ich bin ja, also so richtig Grusel, Grusel kann ich nicht. Also so American Horror Story oder sowas, dann kann ich nicht schlafen. Ja. Aber so No. Hokus Pokus Grusel, das kann ich noch. Ja, ich hatte das auch unserer gemeinsamen Freundin empfohlen, weil wir ja gestern auch nochmal geschrieben hatten. Und dann war ich so, ja, und ich werde mir gleich Essen machen und dann gucke ich die beiden Hokuspokus-Filme und mache mir Kerzen an und so. Und dann war sie, Hokuspokus, was ist das? Und ich so, diese Filme. Was? Die kennen Und sie so, oh. Hokuspokus nicht? Nee, ich habe einfach noch nicht geguckt. Aber Crazy. ist der, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Und wenn Ja, er, ich aber glaube, in ist ja Deutschland war er trotzdem dann ein auch nicht Klassiker. so krass. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich den empfohlen an Ja. sie. Und da meinte ich nämlich aber auch genau das so. An sich, er ist einfach mega camp und auch Ja. lustig eigentlich, Ja. aber auch ein bisschen gruselig, aber nicht sehr. Genau, also man kann es gut aushalten. Also man kann danach noch entspannt schlafen. Ja, So. naja, so, er ist überhaupt nicht gruselig eigentlich. Es gibt Nein. so eine Stelle oder vielleicht zwei, wo es ein Ja, bisschen so. aber wenn man Aber. Horror, Anführungszeichen Horror, Grusel halt gar nicht ab kann, dann finde ich es okay. So. Ja, das Wir haben zum stimmt. Beispiel früher Auf eine jeden Freundin Fall. hatte irgendwie aus der Schule, hatte Ende Oktober Geburtstag und die hat dann auch immer eine Halloween-Party gemacht. Und ihr Papa hat uns dann noch immer aus der Videothek noch Oh, irgend so liebst, einen ich lieb. Grusel-Horrorfilm ausgeliehen, den wir dann alle zusammen geguckt haben. Und natürlich hat keine von uns hinterher ein Auge zugemacht, weil wir alle so Schiss hatten. Und wir haben dann immer noch so einen Nachtspaziergang durch den Wald gemacht. Und dann, der Oh, Vater hat auch immer den gruselig. Bruder dann losgeschickt, dass der heimlich irgendwo vorrennt und dann an der Seite so Geräusche macht und irgendwie mit der Taschenlampe leuchtet und so. Und wir haben so gekreischt und der Vater und der Bruder hatten natürlich den Spaß des Lebens. Also wir natürlich auch, aber meine Güte, dann da im Dunkeln, wir haben uns wirklich alle an den geklammert, wir haben alle Händchen gehalten und also wir waren, keine Ahnung, wir waren so 12 oder Ja. so. Das ist für mich Nix. Halloween. So. Und Ja. das Gute Und als ist, Hexe verkleidet. natürlich, oder Vampir oder so. Vor Ja. allem hier in NRW haben wir halt am 1. November Feiertag, weil da Allerheiligen ist. Ah ja. Ja. Ja, das ist All Saints Day. Ja, Ah. das gibt voll. Ergibt Sinn. Du Allerheiligen, All Ja. Saints. Ja, jetzt wo du es gesagt hast, ach so, ja, es gibt voll Sinn. Ja, deswegen Genau, ist aber Papst Gregory the Third hat das ist aber auch gemoved. nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ein Feiertag. Ja, katholisch halt, Ja, ne? das ist der einzige Vorteil, in einem katholischen Bundesland zu sein. Ich sage dir, Ja, das glaube ich die dir. ganzen Ich war so, Feiertage oh, abgehen. katholisches Bundesland, Ja, der kribbelt schon überall, ich habe aber auch dann so gerade ein. direkt, ich muss mich direkt kratzen. Also ist mir einfach nur suspekt, also nichts, kein Problem für, also wenn man gläubig ist oder katholisch gläubig, Ja. aber so Kirche ist mir suspekt, vor allem katholische Kirche. Ist so. No, no, no. Ist so. Aber Aber wir da haben ist es auch, gut. ja, wir haben zwar keinen Allerheiligen, also wahrscheinlich schon, aber es gibt hier keine, ja wirklich christlichen Feiertage außer Ostern und Weihnachten, wo man frei hat. Dadurch fallen halt solche Sachen auch einfach, es sei denn, man geht wirklich in die Kirche und ist gläubig.
gibt es die halt hier auch nicht so als, nicht mal so wie, oh, es ist wieder Pfingsten oder so. Aber wir haben am 5. am November ist Bonfire Night, Guy Fawkes Night. Das ist auch nochmal schön erleuchtet. Und dann, ich glaube, die Halloween-Partys ziehen sich dann auch immer noch bis Guy Fawkes Day oder Night, Ja. weil man das halt einfach so super gut verbinden kann. Nice. Hast du auch Und einen dann gibt es auch Buchtipp mitgebracht? Ach so, Feuerwerke. sorry. Ja, achso, nein, ich wollte nur sagen, da gibt es auch richtig viel Feuerwerk immer. Und ich glaube, wieso Silvester ist hier eigentlich Guy Fawkes Night. Hä, wenn Aber ich auf Guy lustig. Fawkes Night gehe auf Wikipedia, werde ich weitergeleitet zu Gunpowder Plot. Ja. Ist es richtig? Das, ja, Clever. Bonfire Night oder Guy Fawkes Night wird gefeiert, weil jemand versucht hatte, Guy Fawkes das Parlament in die Luft zu jagen. Am 5. November, remember, remember the 5th of November, ist das Saying. Gunpowder, Treason and Plot. Ja, genau. Und das wird halt heute gefeiert, indem man überall so, so Strohpuppen verbrennt Ja, auf das Guy kenne ich, aber Fawkes oder so. ich wusste ehrlich gesagt nicht, Und halt warum man das eben, macht. ja, und halt Feuerwerk heute. Es ist einfach nur Bonfires und Feuerwerke heute. Aber es ist ganz cool. Nice. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja. Ja, also hast du einen Buchtipp? Ja, ich habe einen Buchtipp. Auch passend zu herbstlichen Dingen. Ah, sehr gut. Ja, ich auch. Es ist Ja. ein Buch, was man relativ schnell weglesen kann. Es ist romantisch. Es heißt, Oha. es ist von Laurie Gilmer. Es ist eigentlich Klatsch. Ja. Es heißt The Pumpkin Spice Cafe, Dream Harbor. Ich lese einfach mal vor. Aber Ja. ich glaube, dir würde das richtig gut gefallen. Und es kommt bei, ich glaube, es ist auch eine Serie. Und es kommt ein neues Buch raus. Und da gibt es dann ein, Ja. ein Buchladen. Da geht's, und jetzt geht es halt um ein Café. Aber im nächsten Teil, der bald Ah rauskommt, ja, gibt es The einen Bake Shop Buchladen. and Pumpkin and Spice. Ja. Ah nee, das ist Das nochmal ist wer auch. anders. Da stand nur Band 2, aber es ist noch wer anders. Okay, sorry. Ja, okay. When Jeannie's aunt gives her the beloved Pumpkin Spice Cafe in the small town of Dreamhammer, Jeannie jumps at the chance of a for a fresh start away from her very dull desk job. Logan is a local farmer who avoids Dream Harbor's gossip at all costs, but Jeannie's arrival disrupts Logan's routine, and he wants nothing to do with the irritatingly upbeat new girl, except that he finds himself inexplicably drawn to her. Will Jeannie's happy-go-lucky attitude win over the grumpy but gorgeous Logan, or is the city girl found the one person in town who won't fall for her charm and her pumpkin spice lattes? The Pumpkin Spice Cafe is a cozy romantic mystery for fans of Gilmore Girls with a grumpy and sunshine dynamic, a small town setting, and HEA guaranteed, whatever that means. Aber ja, es ist halt wirklich richtig klatschig und dumm, aber es ist halt Ich so ein glaube, es würde mir schöner. wirklich gut gefallen. Ja, es ist halt so wirklich so ein kleiner, so ein cozy. Ja, so ein cozy, all, like, schnell weggeklatschter Ja, Read, kann man so an wenn einem man unter. Nachmittag mit einer Kanne Ja, Tee lesen. genau, und unter in einer netten Decke und dann ist es alles, Ja. weißt du, so schön muckelig Ja, und oh, The das, der Bluebell nächste Teil. Bookstore kommt auch. Ja, genau, Ah, das ist der nächste Bluebell, ich Teil. gucke gerade wieder Heart of Dixie, was übrigens nur auf Deutsch läuft, da wo ich es gucke. Und das spielt in Bluebell. Love it. Hat auf Erscheint am Dixie muss ich 1. gleich auch noch Erscheint am gucken. 1.8.24. Ja, es dauert noch ein bisschen. Ja. Pumpkin Spice Cafe. Vor allem, ich habe es gerade bei Thalia gesucht und steht unter englische Bücher, Erotik und dann Romane und Erzählungen. Ja, es ist so, es ist nicht erotisch, aber es Nein, ist natürlich nicht. hot. Ja.
Also weißt du, so ein bisschen, immer so ein bisschen Spice, aber ja, das genau so. Dann halt amerikanisch direkt in den in Erotik. I love it. Ja. Meins ist auch ein englisches Buch. Und ich bin eher so auf der Halloween-Seite gewesen, vom herbstigen. Und zwar ist es von Grady Hendrix, The Final Girl Support Group. Und ich lese das Buch, aber ich kann es tatsächlich, also ich lese es auch nicht abends. Also es ist, ja, weil es schon brutal ist auch. Lynette Targington is a real-life final girl who survived a massacre. For more than a decade, she's been meeting with five other final girls and their therapist in a support group for those who survived the unthinkable, working to put their lives back together. Then one woman misses a meeting and their worst fears are realized. Someone knows about the group and is determined to rip their lives apart again, piece by piece. But the thing about final girls is that no matter how bad the odds, how dark the night, how sharp the knife, they will never ever give up. Und es gibt auch so eben dann die Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Final Girls, wie die zu Final Girls geworden sind. Alright. Also genau, Final Girl ist in ganz klassisch in einem Horrorfilm die eine meist weiße, weibliche Jungfrau, die wieder aller Umstände den Mörder überlebt oder sogar besiegt. Ja. Genau. Oder es ist immer eine weiße Frau, die drogenabhängig ist und ihre Familie und Freunde fahren dann in so ein kleines Haus am Stadtrand. Oder die Wald, fahren mit um einer Gruppe Freunden in den Wald, um Party zu machen. Ja. Und dann spielen die irgendein Trinkspiel überlebt. Und dann wird der Erste umgebracht. Ja. Sehr gut. I love it. Genau, und da geht es eben um, in Anführungszeichen, real life Final Girls, die halt echte Attacken überlebt haben. Crazy. Mhm. Yes. Die Links zu den Büchern findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Die sind diesmal ein bisschen länger geworden, weil wirklich jetzt sehr viel drin ist. Auch die Links zu den Hokuspokus-Filmen, die auf Disney Plus laufen. Immer noch große Empfehlung. Ja. und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns aus der Folge. Oh yay. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Das geht bei Spotify und Apple. Oh, bei YouTube könnt ihr natürlich auch einen Daumen hoch hinterlassen. Ihr könnt uns überall ein Abo hinterlassen, also da, wo ihr hört. Ihr könnt in die alten Folgen reinhören. Oh, und wir haben jetzt, das muss ich mir nochmal, ich muss nochmal gucken, wo ich meine Account-Infos habe, aber wir haben bei Spotify so ein Abstimmungsding, so ein Umfrageding da drin, also von Spotify. Und da haben wir jetzt die erste, da hat jetzt jemand das erste Mal was reingeschrieben. Wie gesagt, ich muss noch reingucken, weil ich noch die Einlog-Daten noch mal brauche von Spotify. Aber ich war noch nicht an meinem Laptop, deswegen konnte ich das noch nicht machen. Bla bla bla. Jedenfalls, das geht. Wir sehen das, wir lesen das. Kat und ich werden das besprechen. Das heißt, falls ihr irgendwas habt, was ihr uns sagen möchtet, könnt ihr das darüber machen oder einfach über unseren Insta oder über unsere Mail. Wir lesen alles. Kritik ist willkommen, Buchtipps sind willkommen, Themenvorschläge. Kann alles gerne dabei sein. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Genau, bis dann. Bis dann. Tschüss.